Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Phoenix Wright Dual Destinies. Wir wollen nun weitermachen mit Episode 4, der kosmische Wandel. Wir haben nun den ersten Tag der Gerichtsverhandlung abgeschlossen, wo der Bombenangriff stattfand, wo Apollo schwer verletzt wurde, worüber eigentlich der erste Fall schon ging. Das haben wir aber schon absolviert und wir schauen uns mal an, was die Untersuchung des ersten Tages uns bringen wird. Wir laden mal die Datei. Und los geht's. Inmitten der Verhandlungen des Space Centers Bombenangriffs hatten wir einen weiteren Bombenangriff. Dieser eine zerstörte Gerichtssaal Nummer 4. Außerdem hat Apollo schwerste Verletzungen zu sich getragen, als er dort war, während die Bombe hochging. Unglücklicherweise wurde Juniper Woods des Bombenangriffs beschuldigt. Athena und ich wussten, dass sie unschuldig sein musste, also haben wir ihren Fall angenommen. Wir waren in der Lage, Miss Woods Namen reinzuwaschen. Aber Apollo hat weitere Verletzungen ertragen müssen, als er von Tetonate angegriffen wurde. Dezember, 3.21 Uhr. Write Anything Agency. Apollo ist ein harter Kerl. Aber das zieht ihn ganz schön in Mitleidenschaft. Ja, armer Kerl. Von Tornado angegriffen zu werden, neben all seinen anderen Verletzungen. Und jetzt wissen wir auch, wo die Jacke herkommt. Ich meine, die Jacke, die haben wir auf ein Foto gesehen. Sein Kumpel hat ihn getragen, dieser... wie hieß er nochmal? Taren, meine ich irgendwas. Genau, Clay Taren hat auf dem Foto so eine Jacke getragen. Das ist wahrscheinlich auch von ihm. Apollo ruht sich in der Nähe der Hickfield, oder ruht sich in der Hickfield-Klinik hier in der Nähe aus. Ich habe schon einige Erfahrungen mit diesem Ort selber gemacht. Was für eine schreckliche Wendung der Ereignisse. Ich hätte niemals gedacht, dass er von allen Plätzen ausgerechnet in einem Krankenhaus liegen würde. Du musst ihn auch vermissen, hä? Jetzt, wo du niemanden hast, um zu ärgern. Mach dir keine Sorgen, er ist jung. Er wird schon schnell heilen und wieder zurück sein, bevor du es weißt. Es ist schon eine Weile her, dass ich Trucy so traurig gesehen habe. Wir haben den Gerichtsfall gewonnen, aber niemand hier fühlt sich bereit zu feiern. Okay, genug davon, Leute! Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt Trübsal zu blasen. Los, trocknet eure Augen. Ihr beiden. Du bist die Einzige hier, die heult, Athena. Technische Sachen, bla bla bla. Schauen Sie, wir müssen jetzt arbeiten hier. Wir müssen das übernehmen.
Was genau sollen wir jetzt übernehmen? Apollo Space Center fallen natürlich. Solange kein Urteil gefällt ist, gibt's immer noch eine Chance. Ich stimme der Athena zu. Wir sollten die Verteidigung von Mr. Starbuck übernehmen. Wir müssen unseren gefallenen Kameraden rächen. Richtig, Daddy? Apollo ist nicht wirklich gefallen. Er ist immer noch am Leben, weißt du. Gut, jetzt wo das geklärt ist, können wir loslegen. Los, wir müssen losrennen. Los, los. Warte, also jetzt losrennen? Wir sollten am besten nicht den ganzen Weg rennen. Und da rennt sie schon. Ich sollte sie am besten einholen. Kannst du dich um das Büro kümmern, Trucy? Natürlich, Daddy. Sei bitte vorsichtig da draußen. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Cookies machen. Und meine magische Höschen damit füllen. Oh Gott, nein. Nicht schon wieder diese Höschen. Trucy scheint sich ein bisschen besser zu fühlen. Ich kann mich immer auf Athena verlassen, jedem ein bisschen Enthusiasmus einzuflößen. Oh, sie ist zurück? Kümmere dich gar nicht um mich. Hab nur ein paar Sachen vergessen. Portemonnaie, Handy, die Dokumente, meine Tasche. Wow. Ich bin echt überrascht, dass sie daran gedacht hat, ihre Kleider mitzunehmen. Klingt eher so, als hättest du alles vergessen. Darüber kann ich auch immer mich auf Athena verlassen. Alles klar, ihr beiden. Seid bitte vorsichtig da draußen. Na, immer doch. Wir laufen noch in sonst welchen Schwierigkeiten. 19. Dezember. Strafanstalt. Besucherraum. Also, unser Klient ist Solomon Starbuck. Er ist berühmt. Selbst ich habe von ihm gehört. Das ist richtig. Er ist ein super berühmter Astronaut, der beim Cosmos Space Center arbeitet. Er war sogar draußen im Weltraum vor 7 Jahren. Du scheinst dich ja ein bisschen über ihn auszukennen. Jetzt bin ich total aufgeregt, diesen Mann zu treffen. Oh Gott, nein. Der Typ ist schon wieder down wie sonst was. Na, toll. Wow, das war der längste Seufzer, den ich jemals gehört habe. Apollo hat mir alles über euch erzählt. Sie sind Phoenix Wright, Apollos Mentor, richtig? Ja, das ist richtig. Mentor hört sich ziemlich gut an. Machen Sie sich um nichts Sorgen, Mr. Starbuck. Mr. Wright und ich haben Sie gut in den Händen. Ja, und sie sind, die Neue, über die Apollo geredet hat. Warten, sie, kenne ich sie nicht von irgendwoher? Hä? Sie meinen, woanders als von der Verhandlung? Das glaube ich nicht. Könnte sein. Mein Fehler. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war. Mein Geist und mein Körper sind kaputt. Genauso wie mein Leben. Ich meine, ich bin so astronomisch unglücklich, dass ich während meiner Verhandlung eine Bombe hochgehen sah.
mich zu verteidigen, beziehungsweise der Versuch, mich zu verteidigen, gleich dem Versuch, der Stratosphäre reinzukommen. Oh nein, Raumschiff. Eieieiei. Er sollte ernsthaft damit aufhören, sich noch mehr depressiv zu machen. Nur Mut, Mr. Starbuck. Außerdem die Sache, wo sie sagte, mit der Stratosphäre. Bedeutet doch nur, dass wir glänzen werden wie Sternschnuppen, richtig? Wie Sternschnuppen? Hä? Wissen Sie, Sie liegen da richtig. Warum habe ich nicht daran gedacht? Ich meine, das ist doch alles, was wir hier auf der Erde tun, oder? Leuchten wie die Sterne. Schätze, ich sollte nicht verraten, dass Sternschnuppen, mit einem Leuchten verbrennen. Ah ja, los geht's! 3, 2, 1! Zur Stratosphäre und noch viel weiter! Mein Gott, der Typ ist gestört. Ja, jetzt fühle ich mich wieder richtig lebendig. Los, Sie können loslegen und mir Fragen stellen, wie was immer Sie wollen. Das alles hat wirklich gereicht? Tja, anscheinend. Ein bisschen spät hier mit aufnehmen, aber egal, was tut denn ein Let's Player nicht, um seine Videos hier aufzunehmen? Früh morgens, spät abends, was auch immer. So, wir reden jetzt über den Fall. Also, Sie haben keinerlei Erinnerungen über den Zwischenfall? Das ist mir so peinlich. Mein Gedächtnis über diesen Zeitraum ist so schwarz und benebelt wie eine schwarze Nebula. Nebel ist das definitiv nicht. Ich glaube, ich weiß, was er meinen könnte, aber... Doch, also man kann es auch Nebel nennen. Okay, ich dachte, Nebel würde was anderes bedeuten. Egal. Trotzdem, es ist sehr merkwürdig, dass Sie sich an nichts erinnern können. Sind Sie sich da sicher, dass Sie keiner dieser Anti-Ängste-Pillen geschluckt haben, wie Sie es in der Verhandlung gesagt haben? Da liegen Sie total falsch. Ich habe sogar schon während der Untersuchung ausgesagt. Ich weiß nichts über diese Drogen. Ich habe niemals Medizin genommen. Ich schwöre. Es ist wahr, dass ich eine Angst entwickelt habe gegenüber dem Weltraum wegen der Sache von vor 7 Jahren. Und ich habe im Geheimen Medizin zu mir genommen, wenn die Angst zu groß wurde. Angst vor dem Weltraum zu haben, ist nicht gerade etwas, worüber ein Astronaut angeben kann, wissen Sie? Oh, Sie meinen diesen dieses Head-1-Wunder? Das muss die schreckliche Erfahrung sein. Aber im Herzen bin ich immer noch Astronaut, egal was passieren wird. Ich würde niemals Drogen nehmen, die meine Performance beeinträchtigen könnten vor einem Start. Dieser Start hat mir alles bedeutet. Das ist noch viel sicherer als die Relativitätstheorie. Plötzlich wirkt er wie ein komplett anderer Mensch. Das ist das Gesicht des Astronauten, den ich kenne. Hm.
Aber die Medizin wurde in ihrem Blut gefunden. Ja, wissen Sie, das ist die Sache. Ich weiß nicht warum. Ich bin erledigt. Wenn Sie sie nicht genommen haben, vielleicht hat sie jemand Ihnen eingeflößt. Genau, genau das habe ich auch gedacht. Und das muss der wahre Mörder sein. Meine Medizin war in meinem Spind. Jeder hätte die Hände darauf legen können. Vielleicht hat auch der wahre Mörder den Knopf für die Bombe in ihre Tasche gesteckt. Ja, das muss es sein. Ich werde hier angeschuldigt hier. Ich würde sagen, die haben es sogar geschafft, ihre Fingerabdrücke auf den Knopf zu bringen, bevor sie sie ihnen reingesteckt haben. Zugesteckt. Reingesteckt, das klingt ein bisschen blöd. Das könnte durchaus eine Möglichkeit sein. Können Sie sich noch an irgendetwas Relevantes erinnern? Alles, egal wie klein. Zum Beispiel über die Mordwaffe. Das Messer. Ich glaube, das kommt aus dem Nutz-Kit vom Space Center. Utility-Kits, also so Gebrauchskit, sowas. Ja, Arbeiter, die ganz viel mit der Maschine zu tun haben, bekommen solch ein spezielles Werkzeug-Kit. Alle Techniker haben so etwas. Deswegen glaube ich nicht, dass sie in der Lage sein werden, zu beweisen, wessen Messer das ist. Nutzmesser, der Gericht sagte, aktualisiert. Es hat das Blut des Opfers drauf. Kommt von einem Set von Gebrauchswerkzeug, das von den Technikern des Space Centers verwendet wird. Gut, im nächsten Part werden wir dann noch ein paar weitere Fragen stellen. Bis dann.